Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gleichung, dass mit der Menge von angehäuften Daten über unsere Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit in unserem Land steigt, ist als Dogma vieler Sicherheitspolitiker erstens im Grundsatz nicht zu belegen, Herr Golland. Nein, sie ist nicht zu belegen. Und zweitens ist sie verfassungsrechtlich auch nicht gedeckt. Und genauso falsch, um es gleich dazu zu sagen, finde ich im Übrigen auf der anderen Seite die Forderung, dass Grundrechtseingriffe, die mit Speicherung von persönlichen Daten und Zugriffen von Sicherheitsbehörden verbunden sind, grundsätzlich nicht stattfinden dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders in Situationen konkreter Bedrohung oder vor dem Hintergrund schrecklicher Straftaten oder terroristischen Anschlägen wird die Debatte über dieses Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit irrational. Ein Vertreter dieser Irrationalität, haben wir gerade gehört, Kollege Golland, tut sich da ja immer sehr hervor. Und wir Grüne hier im Landtag verstehen uns, Herr Golland, Sie möchten doch, dass man sich da auch mit Ihnen beschäftigt, sonst sind Sie ja schwer enttäuscht. Wir Grüne verstehen uns als genau das Gegenteil, nämlich hier als politische Stimme für Rationalität, und das bleibt auch so. Unsere Verfassung, Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schatz von der Piratenfraktion? Ich würde gerne erst zu Ende vortragen, vielleicht am Ende noch per Intervention. Die Verfassung im Grundgesetz definiert rechtsstaatliche Leitplanken, das heißt Grund- und Freiheitsrechte als Abwehrrechte gegen staatliche Überwachung und das hat sich bei jedem Gesetzgebungsverfahren, die Legislative auch vorzunehmen. Grundrechtseingriffe müssen verhältnismäßig und erforderlich sein. Und der Gesetzgeber hat diesen Nachweis zu führen und dies auch immer wieder zu evaluieren, ob das immer auch noch nachher so zutrifft. Diese Abwägung haben viele Gesetzgeber in unserem Land, das muss man leider sagen, in den letzten Jahren nicht getroffen, sind übers Ziel hinausgeschossen. Und das Bundesverfassungsgericht hatte leider mit diesen Grundrechtseingriffen, die verfassungswidrig waren, leider sehr viel zu tun. Grüne meinen, um das hier auch noch mal zum wiederholten Male darzustellen, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung stellt aus unserer Sicht eben kein angemessenes Instrument dar für die Strafverfolgung. Das steht in unserem Wahlprogramm, kann jeder nachlesen. Teile der SPD sehen das übrigens auch so. Und die Bundestagsfraktion hat das kürzlich auch im Bundestag auch noch mal eingebracht. Gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, können wir das auch alle paar Wochen wiederholen. Aber es ändert nichts daran, dass wir erstens im Landtag dazu gar nichts zu entscheiden haben. Das ist ja ein Bundesgesetz. Und zweitens, wenn denn mal ein Gesetz in den Bundesrat kommen sollte, gibt es eine klare Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, wie im Übrigen in allen anderen Koalitionsverträgen der Länder auch. Das heißt, wenn wir hier bei einem Abstimmungsverhalten kein Einvernehmen im Kabinett erzielen können, dann enthält sich NRW. Dieses Verfahren hat sich bewährt, aber da sind wir noch lange nicht. Zunächst hat die Große Koalition, wie ich finde auch erstmal zu Recht, angekündigt, kein Gesetz vor der EuGH-Entscheidung. Je nach Ausgang wird dann unter Umständen die Richtlinie noch mal neu diskutiert, neu verfasst. Dann wird es einen Kabinettsbeschluss geben, dann wird sich der Bundestag damit befassen und zwischendurch wird die Innenministerkonferenz, Herr Minister, ich denke, das wird da auch wieder auf der Tagesordnung stehen. Da gilt das Ressortprinzip, die Fachminister der Länder dürfen sich da eigenständig eine Meinung bilden, das ist auch ihr gutes Recht. Und dann wird es vielleicht spannend, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, und dann sollten Sie es auch wieder Vorlage legen. Denn dann, wenn das denn mal soweit ist, wird es im Bundesrat, ich gehe davon aus, ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Und im Bundesrat, wir können alle zählen, hat die Große Koalition derzeit keine eigene Mehrheit. Was machen wir dann? Wir werden natürlich versuchen, das kann ich Ihnen auch zusichern, unseren geschätzten Innenminister mit guten Argumenten von unserer Position zu überzeugen. Dasselbe wird er versuchen, wie es in einer guten Demokratie auch Brauch ist, uns von seiner Position zu überzeugen. Und dann werden wir uns verhalten. Und wenn wir uns nicht einigen können, gibt es demokratische Spielregeln, die sind im Vertrag
festgelegt. Dann kommt die spannende Frage, was machen denn dann die anderen Bundesländer? Herr Lindner, ich gucke Sie mal an, was ist denn da mit den sächsischen Kollegen von der FDP? Stehen die dann auch im Bundesrat? Naja, FDP in Regierungen in den Ländern haben wir oft genug erlebt. Siehe Innenminister Wolf, der hat auch einige Bundesverfassungsgerichtsurteile einkassiert. Also die Frage ist, steht dann da jemand wie Sachsen und andere? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie kann eine ganz spannende Sache sein. Und ich bin auch gespannt, wie diese Geschichte weitergeht und ausgeht. Liebe Piraten, es ist natürlich Ihr gutes Recht, vor dem Hintergrund die Frage Vorratsdatenspeicherung oder gleich wird der Innenminister sagen, Mindestspeicherdauer, Entschuldigung, Mindestspeicherdauer, jeden Monat im Landtag zu thematisieren, ändert aber nichts an dieser Lage. Ich freue mich auf die weiteren Debatten mit Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Düke. Schenken Sie uns noch einen Augenblick die Freude Ihrer Anwesenheit am Rednerpult, Frau Kollegin, denn wie kaum anders zu erwarten, ist die Fraktion der Piraten Ihrer freundlichen Einladung zu einer Kurzintervention gefolgt. Und jetzt immer hat gerne. Herr Kollege Schatz für 90 Sekunden, sobald ich ihm das Mikro freigeschaltet habe, das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Düker, mir geht es weniger um eine Frage als mehr um eine Richtigstellung. Sie sagten gerade am Anfang Ihrer Rede, dass den Piraten es häufig darum ging, quasi jegliche Speicherung von persönlichen Daten als rechtswidrig anzusehen und das als schweren Grundrechtseingriff zu empfinden. Das möchte ich klarstellen, das ist nicht so. Es geht nicht darum, dass jegliche Speicherung schlimm ist und grundsätzlich verkehrt ist. Herr Gollert hat gerade beispielsweise das Beispiel organisierte Kriminalität angebracht. Das ist das dümmste Beispiel im Bereich der Vorratsdatenspeicherung, weil gerade diese Verfahren unhinnehmbar jahrelang dauern. Und wenn man einen konkreten Verdächtigen hat beispielsweise, selbstverständlich dürfen dessen Daten gespeichert werden. Das hat nie jemand bestritten von uns. Worum es uns geht, das möchten wir immer ganz klarstellen, es geht ausschließlich um anlasslose Speicherung von jedem Bürger, der überhaupt nichts getan hat. Und das ist das Problem. Bei Verdächtigen ist es überhaupt kein Thema. Das möchten wir nur mal klarstellen. Gut, danke für die Klarstellung. Das finde ich auch ganz spannend. Dann übersetze ich Ihre Äußerung so, dass die Grundhaltung der Piraten die ist, dass das Quick-Freeze-Verfahren dann von Ihnen ein zustimmungsfähiges Verfahren ist. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Interessante Bandbreite der Meinung bei den Piraten, aber ist ja auch legitim. Von daher, ja, danke für die Klarstellung. Und ich freue mich, wie gesagt, auf weitere Debatten dazu. Wunderbar, soweit Kurzintervention und Antwort darauf. Jetzt sind Sie entlassen.